Eine Umbaupause ist das nicht, sondern eine Pause für das Licht. Aber viele von euch, die Profis jedenfalls, haben es schon erkannt. Es ist da eine Folie durchgebrannt. Und ich hoffe mal, ihr sitzt bequem, denn wir haben hier ein technisches Problem. Ah, Moment, ich muss mal wieder aufstehen, muss mal wieder Vertragsbruch begehen. Du hast gut. Du musst keine Windeln tragen. Vertrag wieder erfüllt. Nee. Immer? Gut, danke. Ausschalten noch. Gleich geht es weiter, denn da kommt die Leiter. Ein Loch ist in der Lampe, Otto, Karl Otto. Ein Loch ist in der Lampe, Karl Otto, ein Loch. Mach eine neue Folie rauf, Hans Otto. Hans Otto, Hans Otto, denn es ist ein Loch in der Folie. Mach eine neue Folie drauf. Wo finde ich denn die Folie? Hans Otto, wo finde ich denn die Folie? Da kommt sie gebracht. Eine rote Folie, muss es rote sein. Eine rote Folie, la. Und was mache ich mit der Gitarre, die nicht geht, die nicht geht, die nicht geht? Was mache ich mit der Gitarre, die leider immer noch nicht geht? Schmeiß sie bloß weg, weg, weg. Schmeiß sie bloß weg, schmeiß sie bloß weg. Ich tu da ein altes Haus Mitte kennen. Ich weiß, mit der Gitarre kann man nichts machen als verbrennen. Ich dachte, das wären die Keyboards, die Keyboards, die Keyboards. Ich dachte, wir verbrennen Keyboards und keine Gitarren. Rotto, du sollst doch nicht immer alles verraten, verraten, verraten. Das kommt doch erst beim nächsten Lied, als sind dein Keyboards verbrannt. Ach so, ach so, ach so, ach so. Was hatte ich vergessen? Ach so, ach so. Ihr müsst nicht mit diesen beiden Irren in einer Band spielen. Ihr müsst nicht mit diesen beiden Irren in einer Band spielen. Den Verein hat keiner verstanden, verstanden. Aber den will er auch nicht, weil ich immer wieder alle durcheinander singen. Ach, the Bad Boys of the Ärzte. Ja. Ja, ich glaube, das ist. Ja. Wenn er nicht schon tot wäre, würde Kurt Cobain sich jetzt umbringen. Okay. Das ist mein Unplugged. So wird das mit Füßen getreten. Matten? Ich schalte einfach mal kurz den Empfänger an, aus und wieder ein. Du sollst doch nicht an den Nägeln kauen. Und wenn, dann an deinen eigenen. Da lacht der Karg wieder. Ja. Geil, Extremnägel kauen. Gib mal her. Wir versuchen immer noch, das technische Problem zu lösen. Versuchen noch, das technische Problem in den Griff zu kriegen. Applaus für die Leiter, die Leiter, die Leiter. Und Applaus für die Typen auf der Leiter. Für die Typen Applaus. Da oben auf so einer Leiter, da muss man schon Schwindel. Da oben auf so einer Leiter muss man schwindelfrei sein. Die Lampe geht wieder, nur die Folie hängt schief. Mensch, Rott, halt doch's Maul, halt's Maul, halt's Maul, denn wir wollen endlich weitermachen. Die Folie ist mir egal. Gut, das Licht geht also wieder, im Gegensatz zu der Gitarre. Das Licht geht also wieder, aber die Gitarre hat immer noch ein technisches Problem. Da siehst du mal, wo hier die Prioritäten liegen, Prioritäten liegen, Prioritäten liegen. Da siehst du mal, wo hier die Prioritäten liegen, Prioritäten liegen, jedenfalls nicht bei dir. Was hast du für einen tollen Rodi, tollen Rodi, tollen Rodi? Ich denk mal, der hat ab morgen keinen Job mehr. Der hat doch eine Familie zu ernähren. Ja. Das Band ist weg. Ja, was du nicht mitgekriegt hast, ist, dass wir ein technisches Problem haben. Und zwar die Gitarre, die geht nämlich nicht. Jetzt heul doch nicht rum, nicht rum,
ich schule dich auf Schlagzeug. Oh, auf Schlagzeug schule ich dich um. Na gut, Bela, als nächstes kommt dein Lied. Und dann möchte ich dich aber nicht hören, wenn da meine wunderschöne Gitarre auf deinem Lied nicht spielt. Dann heißt es nämlich wieder, natürlich ist ja nur ein Lied von Bela B. Da musst du dir keine Mühe geben und dass es ein technisches Problem war, hast du denn vergessen. Willst du mir jetzt drohen, jetzt drohen, jetzt drohen? Willst du mir jetzt drohen, mein Freund, das kannst du nicht. Ich hab nämlich Backstage einen Gitarristen, Gitarristen, Gitarristen. Ich hab einen Gitarristen immer parat. Na, dann habt ihr mich eigentlich überflüssig hier, überflüssig hier, überflüssig hier. Oder obwohl, nee, ihr braucht nämlich mein Gesicht. Ach, hör mal, Herr Sani, mein Sani, mein Sani. Sag doch dem Sani nicht alles nach. Die Ei jetzt, die Ei jetzt, die Ei jetzt, die Ei jetzt, die Ei. Oh, wir haben offenbar ein größeres technisches Problem, als ich dachte. Wir haben offenbar ein größeres technisches Problem, als ich dachte. A cappella haben wir auch. A cappella machen wir schon die ganze Zeit, nur eben mit Instrumenten. Das ist nämlich A cappella für Fortgeschrittene. Und jetzt wisst ihr endlich mal, was unplugged ist, unplugged ist, unplugged ist. Auch ihr bei MTV, ihr habt bisher mich immer plugged gespielt. Haha. Ich nehm lieber einen Pfund gehacktes, als nochmal so ein unpluggedes. Ist nämlich nicht so schön, das macht mir keinen Spaß. Ja, jetzt langsam ist der Witz auch so ein bisschen breit getreten. Was sie wohl als nächstes was machen? Farin, was dir völlig entgangen ist, hinter uns war wieder die Leiter. Die Leiter. Du meinst, wir haben die Folie völlig unbemerkt gerade gemacht. Irgendwie ist es ein beruhigendes Gefühl zu wissen, dass die Leiter hinter uns noch so weiter getragen wird. Auf jeden Fall ist das rote Licht jetzt ganz geil. Toll eingerichtet. Eine neue Gitarre. Und lass mich raten, wie die vorne aussieht. Das ist doch meine Gitarre. Der Abend kann spannend, kann spannend, kann spannend. Der Abend kann spannend, er kann spannend werden. Rott, 1000 Euro pro Lied werdet in Ordnung. Ich weiß, das ist wenig für so ein schönes Instrument. Na, ich glaube, ich überlege es mir mal. Wir haben ja alle Zeit der Welt, alle Zeit der Welt. Tja. Tja, dann nehme ich noch ist doch schon voll die Rott, Platte. Rott, leiste mir die mal? Ja, leicht dir mal. Oh, danke. Aber, weißt du, also, danke, ja, lieber weißt du, Rott, dass du mir die Gitarre leistest. Wenn die jetzt auch nicht geht, dann haben wir echt ein Problem. Ja, das ist so, dann laden wir alle anwesenden Gäste zu Farin Urlaub nach Hause ein. Da gibt's Bier bis zum Abwinken bei Farin Urlaub. Bier, Drogen, Schnaps, Dujardin. Dujardin, du meinst das Gefühl, was man hat, wenn man irgendwas schon mal erlebt hat? Genau, dieses Gefühl. Ich hab gerade ein volles Dujardin. Dunkle Flüssigkeit. Die Gitarre spielt sich übrigens scheiße, ich mag die nicht, sie spielt sich scheiße, ich will eine andere. Hey! Dafür ist sie lauter, viel lauter. Allerdings ist sie laut. Na sisse. Kannst du die Gitarre ein bisschen leiser machen? Ist ja furchtbar. Ich hab mich jetzt so dran gewöhnt, so leise zu spielen hier. Ey, fahre nicht alle totrocken hier. Eine neue Gitarre haben. Noch ein bisschen leiser, bitte. Die Gitarre meine ich. So ist cool. Nur ein bisschen lauter wieder. Echt jetzt, ein kleines bisschen lauter, bitte. Ah, oh Mann, das ist nur für Finger. Ein bisschen lauter, ein bisschen leiser. Danke, ist schön so, ist cool so. Motoriker. Dafür kommt jetzt ein ganz schönes Lied. Oh, ich glaube, es hat sich verstimmt jetzt vom vielen. Vom vielen Gespiele, 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 vom vielen Gespiele hat sie sich verstimmt. Na komm, stimm doch mal schnell, so viel Zeit haben wir auch noch. Die 12 Seiten jetzt, ne? Oh, scheiße, okay. Das kann ein bisschen dauern, ein bisschen dauern, ein bisschen dauern. Na, ist doch egal. Ist ja nur ein Lied von Bela, es ist doch egal. Wir haben doch das Eintritt. Wir haben doch das Eintritt. Geld schon kassiert. Ach, zwei Seelen, eine danke. Gib mir fünf. Ey. Warte. Die Ärzte AG, ja? Oh,
Scheiße, mein Stuhl geht nicht mehr. Müde? Hast du da mal dein Video gesagt? Der Teufel, der Teufel, der Teufel, da hat doch der Teufel die Finger im Spiel. Wo ist mein Kompetenzteam? Lüde! Wo ist die Angela? Angela, 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 da kommt die Angela. Und Stimmen ist Chefsache. Ich schlage vor, wir spielen ein anderes Lied zwischendurch. Wie wär's denn mit A Cappella? A Cappella? A Cappella, du meinst. Wir sind lauter, wir sind schneller, wir sind besser, A Cappella. A Cappella. A Cappella. A Cappella. Ich hab einen Hubschrauber und der hat nen Propeller. A Cappella. A Cappella. Schlagzeug-Solo geil. Es geht weiter. Und jetzt Achtung für die Lichtleute zum Mitmachen. Es wird dunkler. Es wird heller. Eben typisch. A Cappella. Okay, okay, okay. Hör dir auf. Ich werd schneller. Ist jetzt wiederum der Ton typisch. A Cappella. Okay, okay, okay. Wieder ein Stück zurück. Der ist Rott. Am Schlagzeug ist Bella. Ich bin Farian. Und zusammen wir singen machen wir A Cappella. So. Geil. Scheiße, wir wollten einen Bonustrack machen. Jetzt haben wir irgendwie 20 bisher, oder? Ey, verdammtes Album. Alter, hat sich noch jemand an den Umbaupausen hit. Hey. Geil, ey. Jetzt wollen wir A Cappella Laola machen? Ja, super. A Cappella Laola. Und zwar A Cappella, also ich meine, also Unplugged ist ja mal ein bisschen kleiner. Wir machen eine Finger Laola, okay? Also nur so. Kann man auch mit einer Hand machen. Geht ganz gut. Vielleicht nehmt ihr alle mal eure Hände so hoch, bitte. So, genau so. Gesichtshöhe. Und jetzt? Alle. Alle, auch du, genau. Und jetzt so negativ. Also wir machen sie alle nacheinander so zusammen, okay? Sieht bestimmt super aus, okay? Hände, fang hier an. Oh, hey! Okay. Ein entscheidendes Element scheint zu sein, dass man den anderen sieht. Also gleich nochmal mit Händen hoch. Gut. Also nicht runternehmen die Hände, sondern nur zusammen machen. Und hey! Das ist bescheuert, geil. Die machen das auch noch mit. Das machen sie mit, das ist ja auch unplugged. Cool, dankeschön. Hoffentlich haben die Kameras mit eingefangen.